willkommen zurück zu einer weiteren tollen Folge von Spellforce 3. Ich habe schon mal den Ladescreen von der Weltkarte mal schon mal fertig geladen, damit wir den nicht noch die ganze Zeit hier in der Aufnahme haben. Ne? Und jetzt können wir schön auf die Weltkarte gehen und mal schauen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen, denn das war nicht so ganz klar. Das Auge, Sumpf. Mal sehen. Das habe ich umgeändert mit dem, dass die mittlere Maus, dass sie ja jetzt dreht. Ja, das Auge, das heißt wirklich das Auge. So, dann gehen wir mal zum Auge, ne? Und, ist nochmal die Beschreibung, die wir mir jetzt sowieso auch nochmal vorgelesen bekommen. Somit reisen wir dorthin. Oh, jetzt bekommen wir hier, an dieser Stelle, mit der Handlung fortzufahren, wird weitere Teile der Welt unzugänglich und es euch unmöglich machen, bestimmte Quests zu verenden. Wollt ihr wirklich fortfahren? Schön, dass das Spiel uns darauf auch hinweist. Das finde ich sehr gut. Da gibt es andere Spiele, wie zum Beispiel Solaster, will ich nur mal kurz sagen, die viel zu spät darauf hinweisen. Aber ich denke mal, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es so klang, als würde sowas jetzt passieren. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das machen können. Dass wir da eigentlich so gut wie alles Mögliche gemacht haben. Wobei ich mich frage, warum Iskander, wie Iskander das schon, immer liegt und so unzugänglich sein sollte. Also ich denke mal, auch der Nexus, ich denke mal nicht, dass das nicht mehr erreichbar sein wird. Beziehungsweise könnte es auch sein, dass es nur für eine ganz bestimmte Zeit nicht mehr erreichbar ist. Dass wir dann einfach für eine längere Zeit hier drin bleiben und nicht mehr weg können. Also ich würde sagen, ja doch, wir sind durchaus ready, das zu machen. So, das sind meine Leute, die ich mitnehme. Und die werde ich auch so mitnehmen, ne? Da wird sich nichts dran ändern. Isgrims Plan ist aufgegangen. Indem ihr euren Geist mit dem kollektiven Unterbewusstsein der Former verbunden habt, wart ihr in der Lage, die Quelle des ätherischen Liedes zu lokalisieren. Die Sumpflande, auch das Auge genannt, wo euer Vater ein geheimes Laboratorium unterhielt. Anscheinend hatte Rondala kein Recht. Auf die eine oder andere Weise steht eure Familie mit dem Blutbrand in Verbindung. Zeit, das Rätsel zu lüften. Ja, wir sind angekommen im Sumpf. Und es ist sehr sumpfig. Ah. Taha, da bist du ja. Bertrand? So heiße ich. Der Bote hat mich geschickt, um dich willkommen zu heißen. Aber ich dachte, du wärst in Iskander bei den Flüchtlingen. War ich auch. Und wenn du willst, kann ich dir das alles später erzählen. Aber zuerst müssen wir darüber sprechen, warum du hier bist. Es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Machen wir es kurz. Sentenza, General Noria, hat von unserem Plan Wind bekommen. Er ist hier und erwartet uns in der Festung. Das ist schlecht. Und die gute Nachricht? Er war sich nicht zu 100% sicher, also ist er nur mit einer kleinen Einheit Soldaten gekommen. Trotzdem, die Festung ist schwer bewacht, also werden wir sie stürmen müssen. Verdammt. Wir haben unsere Streitkräfte in Mulandir zurückgelassen. Natürlich. Du hättest nicht wissen können, dass euch hier eine echte Schlacht erwarten wird. Aber es ist zu spät, um jetzt umzudrehen. Und wir haben einen Plan. Der Bote des Lichts selbst wird am Fuß der Feste zu uns stoßen. Zusammen mit ein paar seiner Lichtbringer. Okay, cool. Jetzt wird richtig abgemagickt, ne? Oder was will er da jetzt machen? Lichtbringer? Also hat die Reinheit jetzt schon Soldaten? Sie hatten schon immer Soldaten, die Geißel. Was? Nein. Die Geißel Aonies gehört nicht zur Reinheit. Sie behaupten zwar, dass sie es tun, aber der Bote hat sie öffentlich denunziert. Beeindruckend. Der Bote nennt euch seine rechte Hand, aber ihr habt offensichtlich nicht den Hauch einer Ahnung, was sich hinter den Kulissen abspielt. Wenn ihr das glauben wollt, werde ich euch wohl nicht vom Gegenteil überzeugen können.
Aber was deine Frage angeht, Tahar, eine Menge ist passiert, seit du aus Grauschanze geflohen bist. Mehr und mehr Menschen haben begonnen, das Licht zu sehen. Und zwar nicht nur Bauern und Bürger, sondern auch Soldaten. Sie alle wollen etwas bewegen, etwas zu Aonirs Wiederkehr beitragen, was ich gut verstehen kann. Ja, okay, also, ja, kann er gut verstehen, weil er ja auch da mitmacht, aber andererseits, die Reinheit des Lichtes nicht gerade für ihre, also, ich meine, die killen Magier, hallo? Einfach so, weil sie Magie haben. Ist ein bisschen... Hä? Okay. Naja, egal. Klingt gefährlich, aber... Naja. Für mich klingt das nach einer religiösen Miliz. Und um ehrlich zu sein, gefällt mir das gar nicht. Nortanda hat genügend bewaffnete Fraktionen. Und was ist bitteschön deine Armee, wenn nicht eine Miliz? Dieses Land ist zerrissen, Tahar. Es ist ganz natürlich, dass die Leute zu den Waffen greifen, um sich zu verteidigen. Du solltest das besser wissen als alle anderen. Und wie soll das funktionieren? Wenn der General hier im Sumpf ist, werden seine Kundschafter die Armee der Reinheit kommen sehen. Richtig, und hier kommst du ins Spiel. Es gibt einen Gottstein auf dem Berg der Feste, wo dein Vater sein Labor errichtet und Sentenza sich verschanzt hat. Wenn du ihn für uns entzündest, kann der Bote seine Rune verwenden, um sich und die Lichtbringer geradewegs zu uns zu teleportieren. Das könnte klappen. Wird es. Aonir leitet uns. Taha, vergiss das nicht. Ich werde hier warten und sicherstellen, dass uns Sentenzas Truppen nicht in den Rücken fallen, bevor ihr alles erledigt habt. Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt einen Gottstein aktivieren und wir haben auch keine Truppen, was wiederum bedeutet, dass wir hier nicht bauen werden, weil wir haben ja keine Truppen, also warum sollten wir bauen? Woher sollen wir die Truppen nehmen, ne? Und das ist mal wieder richtig spannend, weil wir ja, wie gesagt, mit jetzt so ein bisschen ein kleines Problem haben. Und dass dieser blöde Sentenza da jetzt auch das alles mitbekommen hat. Wir müssen den wahrscheinlich am Ende noch killen. Also der steht uns im Weg. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sentenza hier von Wind bekommen hat. Ich weiß es nicht. Aber er ist der Spionagemeister. Also schätze ich mal, dass es ihm eines seiner Vögelchen gezwitschert hat. Kann natürlich sein. Kannst du mir etwas über den Sumpf erzählen? Naja, ich schätze, du interessierst dich nicht für die Ammenmärchen vom Haus Waits Fall. Also, nein. Was ihr wissen solltet, ist, dass ich Untote gesehen habe. Eine Menge sogar. Natürlich. Der Blutbrand. Was meinst du? Der Blutbrand. Es ist schwer zu erklären, aber er befällt auch Leichen. Er erweckt sie. Oh, das ist... schaurig. Aber ich schätze, es erklärt eine ganze Menge. Der Sumpf hat viele Leben in den letzten Jahrhunderten genommen. Und wenn Schloss Wade der Ursprung des Blutbrands ist, naja, das ergibt Sinn. Ja, wir wissen ja nicht so hundertprozentig, ob es wirklich so ist, ne? Bertrand, es gibt etwas, das mich interessieren würde. Was ist deine Meinung zu all dem? Glaubst du wirklich, mein Vater hat etwas mit dem Blutbrand zu tun? Naja, dass er irgendwie damit verbunden ist, steht außer Frage, oder? Aonir selbst hat es dem Boten erzählt. Was das Wie und Warum angeht. Ich schätze, wir werden es herausfinden. Sobald wir das getan haben und der Bote zu uns gestoßen ist, was dann? Das wird der Bote entscheiden. Aber ich schätze, wir werden die Festung stürmen. Mit den Lichtbringern an der Seite sollte es ein leichter Kampf werden. Okay. Was ist mit Diplomatie? Sollten wir nicht zumindest versuchen, mit dem General zu verhandeln? Nein, das halte ich für unklug. Sentenza hasst dich und er hasst die Reinheit und den Boten ebenso. Er jagt dich, seit du geflohen bist. Und das Risiko, dass er dich während der Verhandlungen ermordet, können wir nicht eingehen. Du bist zu wichtig. Alles klar. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Das wirst du. Aonirs Segen, Tahar. Und pass auf dich auf. Ich werde hier sein, falls du noch etwas brauchst. So. Dann wollen wir mal, ne? Klingt gut. Oh. Gehen wir es an. Ist das... Ja, das sind keine Zombies. Ich glaube, das sind Sentenzas-Truppen, oder?
Speer, ja, okay. Sie werden fahren. Kein Problem. Guter Plan. Alles klar, aber die droppen scheinbar nichts. Endlich. Wir sind durch den Wald gehen. Wobei wahrscheinlich so viel entdecken werden wir da nicht, ne? Gut. Na, sieh mal einer an. Oha, ein Ghost Hammer. Und eine... Achso, haben wir schon, okay. Ja, ist immer so frustrierend, wenn wir dann eine Blaupause bekommen und dann haben wir die ja nicht schon längst. Ja, kann die vielleicht jemand anders anlegen? Ja, aber nee. Ich glaube, das haben wir gerade gekauft, den, was er da anhat, ne? Ja. Auch das ist eigentlich nicht so. Wobei. Nee, eigentlich nicht. Okay, dann. Dann haben wir das. Aber dann werden wir das nicht weiter benutzen. Elendsregen. Kaum zu glauben, dass es Zeiten gab, in denen hier Leute gelebt haben. Das tun sie noch immer. Im Osten. Und die Umgebung mag unwirtlich sein. Aber dafür haben sie zumindest kaum. Nein, da sollten wir nicht lang. Der Sturm hat den Boden aufgeweicht und wir könnten versinken. Ah, wow, da habe ich jetzt ein Gespräch übersprungen. Ja, gut, dann sollen wir da nicht lang. Sind da? Sicher doch. Ultra magischer See oder was? Sarah, alles klar. Mich. Naja, sicher. Gut. Wenn wir da nicht lang gehen sollen, dann gehen wir da nicht lang. Untoter Kinderspiel. Zombies. Was wollt ihr? Jämmerlich. Ja, ich weiß nicht, wir haben ja Zombies da, so eine Giftfläche hin zu platzieren, ist nicht so ganz geil. Wir nehmen hier unsere schöne Blizzard-Fläche. Kinderspiel. Überlass das mir. Verbrennen wir sie. Schon, dass der Stab, den wir jetzt hier unserem Hauptquartier da geholt haben, schon nicht geil ist, ne? Wird schon schief gehen. Mein Mund gegen die Zombie-Seuche. Irgendwie so einen Buff haben wir auch noch bekommen. Schauen wir uns das mal an. So, Langbogen. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir wieder zurück, ne? Seid ihr euch sicher? Wir kommen zu einem Steg. Weise Wahl. Klingt gut. Aha. Ach, apropos. Ah, nee. Gar nicht. Oder? Haben wir nicht noch irgendwelche Sachen, die wir geskillt haben, die dann... die wir auslösen können? Ich,
Also die eine Sache, die können wir gar nicht skillen, ne? Noch nicht, da brauchen wir ja noch... Gehen wir es an. Ich glaube Level oder sowas. Verstanden. Ne, beziehungsweise Skillpunkte. Aber war das nicht so, dass wir trotzdem was freigeschaltet, also was trotzdem was irgendwie geholt haben? Was wir noch nicht ausgerüstet haben, eigentlich schon, ne? Oder? Guck mal bei... Tja. Ne, bei Taha haben wir die Frosthülle ausgerüstet. Bei ihr. Da haben wir genau damit Dart. Fall mit Widerhaken. Das hat sie, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, hat sie. Okay. Er hier hat. Das hier, also dat und dat. Metzeln 2 ist scheinbar so, dann Todesstoß 1, Schleifen 1. Und das sind noch Boni, okay. Und Gore hat, das hat alles. Das hat er auch. Okay, dann hat er alles, dann läuft das. So, dann habe ich das nochmal schnell gemacht. Korporal? In Ordnung. Die Seite schön nochmal umgucken. Wer hier nochmal alles Böses und so wird zerstört, vernichtet durch unsere Hand und gibt uns Erfahrungspunkte. Wird schon schief gehen. Das ist so das, was wir wollen. Interessant. Gut. Die sind ganz dicht am Ausrufezeichen. Verlassen. Die Hütte ist aber noch in gutem Zustand. Vielleicht hat der Fischer sie wegen des Sturms verlassen. Endlich. Na, wir sind ganz gut. Seid ihr euch sicher? Ausrufezeichen dran. Das heißt, wir sollten das vielleicht mal hin, ne? Weise Wahl. Da lang? Sicher. Hier ist so ein Posten. Das sieht sehr gut aus, dass wir hier richtig... Ja, wir sind richtig. Das ist die Festung. Komisch, dass Sentenza immer noch nicht reagiert hat. Er muss doch das Gefecht gehört haben. Vielleicht hat ja der Sturm die Geräusche ertränkt. Das könnte sein. Ist aber nicht gerade wahrscheinlich. Okay. Ist das ein Tensor? Ja! Nee. Dann nicht. Dann bringen wir den Markus um. Schauen wir uns das mal an. Immer noch einer da. Zarach führt mich. Na, sieh mal einer an. Gehen wir es an. Jämmerlich. Verbrennen wir sie. Ja. Achso, okay, das sollten wir sogar machen. Truppen. Oh ja, geil.
Oh, holy shit! Konstitution 10. Hat das wer? Also erstmal benutzen wir das, ja. Aber Konstitution 10. Da sind wir noch ganz weit von entfernt, aber... Alter, nein. Außerdem... An die Armbrust dran? Nee. Er könnte, aber das wäre ein bisschen merkwürdig. Ey, eine coole Armbrust. Aber... Naja, die Rüstung ist schon ganz geil. Aber da muss man richtig Konstitution leveln. Klingt gut. Den Gottstein sollen wir anzünden. Wenn wir den nur irgendwie finden. Der ist da oben wahrscheinlich. Da oben sehe ich ihn doch. Glaube ich aber auch Wegende, naja. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Weise Wahl. Alles klar. Gut. Gut. Das ist der Gottstein, von dem Bertrand gesprochen hat. Wir sollten ihn entzünden. Okay, wir sollten diesen Gottstein entzünden, aber das tun wir zum nächsten Mal und dann gucken wir, was passiert. Ob wir dann nochmal den Lacaine, den Hondra Lacaine, ich glaube, so hieß der, ne? Mir ist der Name wieder eingefallen plötzlich. Ob wir den dann nochmal sehen oder ob dann irgendwie ein anderer kommt oder was auch immer. Zumindest kommen wir dann unserem Plan ein bisschen näher, in die Festung anzukommen und ins Labor zu kommen, um herauszufinden, was das jetzt damit auf sich hat, dass der Vater von unserem Hauptcharakter irgendwas mit dem Blutbrand zu tun hat. Auch wenn er vielleicht nicht selber der war, der ihn ausgelöst hat. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.